Hallo ihr Lieben, ich nehme euch heute mal mit beim Duftprobeerstellen. Ganz oft, wenn ich bei Facebook, Insta oder sonst irgendwo WhatsApp Werbung mache für WhatsApp-Partys, für Kennenlernboxe oder auch für Schnupperboxe, kommt immer die Frage, wie machst denn du das? Dachte ich mir, okay, es frage viele, scheint viele zu interessieren, ich nehme euch einfach mal mit. Bei uns im Sensi Beraterstore kann man so Filzpröbchen, so Filzteilchen bestelle in Bar-Optik, finde ich total cool, total süß. Die bestelle ich mir immer und die richte ich mir her. Meine Etikette, die ich selber erstellt habe, auch kein Hexenwerk. Ich nehme einfach unser Logo, packe den Duftbar dazu und den Duftname, drucke mir das aus, schneide mir alles parat mit meinem Schneidebrett. Ein paar Minuten ist erledigt, richte mir meine kleinen Tütchen natürlich zur Seite, diese hier, und dann quält mich immer nur die Frage, welche Düfte soll es heute sein? Heute konnte ich mich allerdings auch für ein paar entscheiden. Lass mich kurz zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, heute waren es 8 verschiedene Düfte und dann benötige ich nur noch mein Schokoschmelzgerät. Das Ganze funktioniert wunderbar und ohne Problem. Auf dem Herd. Kann man genauso gut machen. Ihr stellt einen Wassertopf hin, macht ein Wasserbad, schmeißt in die Glasschüssel euer Wachs, das ihr schmelzen möchtet, stellt es auf niedrige Stufe, so damit wir es schonend erwärmen. Und dann schmilzt es da vor sich hin und ihr könnt genauso gut auf dem Herd eure Wachsproben herstellen. Ich allerdings bin mittlerweile auf mein Schokoschmelzgerät umgestiegen, einfach nur aus Faulheit. Bin ich ehrlich zu euch? Ich war es leid, die ganze Zeit am Herd zu stehen, an der Arbeitsplatte zu stehen, von Arbeitsplatte zu laufen, denn mein Platz in der Küche ist begrenzt. Und deshalb habe ich mir dieses tolle Gerät angeschafft und es funktioniert einfach hervorragend. Ich kann hier an meinem Wohnzimmertisch sitzen, der ist riesengroß. Wir sind ein 6-Personen-Haushalt. Da ist Platz vorhanden. Ich kann auf meinem Fernseher Musikvideos laufen lassen. Ich kann mir Sensi-Training-Videos nebenher anhören. Lerne also nebenbei auch noch ein bisschen was. Kann Tipps mitnehmen. Und drifte hier komplett in meine kleine Sensi-Welt ab. Kann meine Gedanken schweifen lassen. Und kann mich tatsächlich mega gut währenddessen entspannen. Also wenn ich wirklich einen extrem stressigen Tag hatte oder eine stressige Woche, dann weiß ich ganz genau, okay, jetzt machen wir Duftprobe. Ob ich noch einen Vorrat habe oder nicht, völlig egal. Ich brauche das dann. Das tut mir einfach gut. Ist doch auch schön. Jedenfalls gehe ich jetzt einfach her, schmeiß 2, 3 Würfel Wachs von meinem ausgewählten Duft in mein Schokoschmelzgerät, habe da 2 verschiedene Stufen, die ich einstellen kann und schmelze so schonend und langsam meinen Duft. Nimm mein Filzi, tunk das einmal hier rein, es saugt sich dann komplett voll oder eben so voll, wie ihr gern möchtet. Ich lasse meistens die obere Ecke ein bisschen frei. Ich finde einfach optisch macht es wegen was her. Viele schmeißen es einfach komplett rein und lassen das Filzteil komplett voll saugen, aber ich finde, mir gefällt es. Deshalb mache ich das bewusst so. Außerdem habe ich so Platz, um zu greifen. Man könnte jetzt natürlich auch ein Zängle oder irgendwas nehmen, aber tut's. So kriege ich keine dreckige Finger. Genau. Ich gehe aber auch ganz oft hin und mache Wachspröbchen in Silikonform. Wenn ich jetzt weiß, es sind Leute bei der Party oder es ist eine Gastgeberin, die eine Party macht, wo die Leute tatsächlich schon Geräte besitzen, dann mache ich ganz gern Wachspröbchen mit Silikonform. Denn die Leute haben ein Gerät zu Hause. Die Leute sollen ganz gern auch diese Pröbchen nutzen. Muss ja nicht in die Tonne. Also bekommen die echte Wachsprobe aus der Silikonform, die sie dann direkt in ihre Geräte werfen können und somit, was von ihren Pröbchen habe, der Duft tatsächlich verwendet werden kann. Und bei allen anderen Partys, Kennenlernboxe und so, packe ich meist die Filzpröbchen mit ein. Denn da geht es ja nur darum, welcher Duft riecht wie, oh, Pink Cotton, ich liebe ihn, dass die Leute einfach einen Geruch zu dem Duftname auch haben. Ganz gern benutze ich Luna.
Ich liebe diesen frisch gewaschenen Duft. Es ist einfach genial. Ich versuche aber tatsächlich auch immer so ein bisschen drauf zu gucken, habe ich von jeder Duftkategorie, von jeder Duftfamilie ein Duftbar dabei. Heißt was Frisches, was Zitroniges, was Fruchtiges, was Süßes, was holzig, herb. Ich gucke schon, dass da für jede Nase auch ein bisschen was dabei ist. Genau. Dann brauche ich einfach mein komplettes Wachs auf, das in meinem Schokoschmelzgerät ist. Lass die Filzis komplett antrocknen. Ja, mal kurz zeige. Hier liegt so ein bisschen was. Verpack alles in meine Tütchen mit Etikette und habe dann alles vorsortiert und griffbereit, wenn ich wieder Boxe richte. Das werde ich heute direkt im Anschluss gleich machen. Ich denke. Falls ihr Fragen haben solltet, schreibt es einfach ganz gerne in die Kommentare. Ich beantworte sie euch natürlich liebend gern. Lasst ein Gefällt mir da und vielleicht ein Abo. Und dann sehen wir uns schon bald beim nächsten Video. Macht's gut und bleibt gesund, ihr Lieben.